Lancia Spa Historic Competition und das Finale, man höre und staune, ADAC 1000 Kilometer Rennen. Dazu später noch mehr. Das Ganze ist hier eingepackt in vier Meisterschaftsepochen. Die DTM-Wertung, da geht die DTM Open, die DTM Classic und die Early DTM zu. Die STW, da ist die STW, die WTCC und die DTC-Wertung. Die DRM, die Deutsche Rennsportmeisterschaft, das wird hier gefahren mit den 2-Liter-Fahrzeugen der DRM 2 Liter und der DRM Classic. Und die Gruppe 5, DRM Procar. DRM, die Gruppe 5. Wir haben den Blick in die Startaufstellung. Peter Mücke, der hat das Ganze hier gestern schon für sich entscheiden können, steht im Turbo Capri auf der besten Startposition. Dort neben, nicht täuschen lassen, Roland Asch, der wird hier den zweiten Wertungsdurchgang im Ford Sierra RS 500 bestreiten. Daniel Schrey dann im Porsche auf 3 und Oliver Meurens mit der 46 auf der vierten Position. Der Brite James Everard neben Leonard Bartenburg auf 5 und 6. Die Reihe 4 mit Kukupianen, dem Niederländer, und mit Peter Stocks, dem Briten. Dann haben wir Tobias Zarpelun auf dem BMW und Josef Krings, den Deutschen, im Mercedes. Marc Verhaeck im BMW M3 und Adrian Grenz auf der 12. Position im Porsche. Die nächste Reihe, Reihe 7 mit Harry Britzmann und Michael Schneider. Einmal der WTCC Chevrolet Cruze und einmal der Sierra Cosworth haben dann hinter den beiden stehen einen Jonas Remmele und Timo Hagmann. Dann haben wir Christian Kübel und die Mannschaft der beiden Kies, Vater und Sohn Kies, Giuseppe Pironacchi und Albino Mazzaro, die beiden Schweizer auf 19 und 20. Wir gehen weiter im Klassement der Startaufstellung. Jens Weimann im Ford Escort und Stefan Rupp im Audi DTM A4 Fahrzeug auf der 22. Viktor Smolski, das Fahrzeug, da werden wir gleich noch was zu sagen. Und Jens Wagner, die teilen sich dann die Reihe 12. Wir haben ein Feld über 50 Fahrzeuge. Peter Rickli, der Schweizer, und Gerd Grundmann in Reihe 13. Markus Reich, Thomas Schmidt, 14. Reihe im Audi und im BMW M3 E30. Dann haben wir Reihe 15, André Nöse, der BMW-Pilot, gegen den De Tomaso Pantera. Einziges Fahrzeug dieser Art im Feld mit Franz Straub, Sven Binek und die Volvo-Mannschaft dabei. Mit Helmut Baumann, der Bestplatzierte aus dem Volvo-Team Classic. Alexander Schmidt im BMW. Und dort haben wir dann neben ihm stehen den nächsten aus dem Classic-Team, Volvo, Klaus Niesen. Die nächste Mannschaft sofort auf 36 mit Michael und Mario Tapella. Dazwischen nur noch auf 35 der Porsche von Ansgar Maßmann, der 911er RSR. Michael Mayer im BMW und Nico Ulmer, den kennen wir sonst im VW Lupo, geht hier im Golf 3 an den Start. Carsten Welcher aus Petershagen kommt ja im Kadett gegen Albrecht Kammenzin mit der Startnummer 75, der Baden-Württemberger. Dann haben wir Ralf Scheib und Manfred Barz in Reihe 21, Peter Zimmermann im 2002er TI BMW und ein Michael Klebe im Ford Mondeo. Da hat man gestern vorne an der Achse noch ein bisschen arbeiten müssen auf den nachfolgenden Positionen. Steffen Karnet und Sebastian Asch. Ja, der hat das Fahrzeug übernommen von Ferdi Weichenberg, dem Mercedes, der hier von ihm zum Einsatz gebracht wird. Chris Niesen und Volker Schneider, Guido Mom, wer immer von den beiden hier den Ford Sierra pilotiert, wird dann so ziemlich vom Ende des Feldes, weil es gestern Probleme gegeben hat, in den Wertungslauf über 25 Minuten hineingehen. Wir warten an Start und Ziel. Das Feld ist Ende. Blanchiment schon unterwegs, geht jetzt hier in die letzte Schikane, bevor wir dann die Jagd freigeben über 25 Rennminuten. Diese Serie hat ein Qualifying auf dem Programm und hat zwei Wertungsläufe a 25 Minuten. Vorne das Ungetüm, das Geschoss mit der Startnummer 54, das feuerspeiende Monster des 77-jährigen Berliners Peter Mücke. Und das ist der Ford Turbo Capri, ein 1800er Fahrzeug. 1980 wurde das Fahrzeug gebaut und jetzt sehen wir auch, wie das Feld hier Richtung der noch rot geschalteten Ampelanlage kommt. Vorne Peter Mücke, dort neben Roland Asch. Und jetzt ist die Jagd freigegeben. Peter Mücke hat sich sofort vorne absetzen können. Der neue Zweitplatzierte, das ist Daniel Schrey, der gestern auch im Rennen über die Jagd der einen Stunde vorne ist. Immer in der Anbremsphase auch. Ich sprach vom feuerspeienden Monster, was Peter Mücke pilotiert, warum es diese Bezeichnung hat. Daniel Schrey gestern Probleme gehabt mit einem anderen
Fahrzeug aus dem Hause von Porsche im Rennen der Youngtimer Trophy, hat jetzt aber hier zunächst einmal von 30 auf die zweite Position nach vorne arbeiten können. Der Nordrhein-Westfale im 935 K3 Porsche ist der 57-Jährige hier unterwegs und jetzt heißt es natürlich auch hier den Windschatten auszunutzen. BMW M1 Procar sehen wir gerade hier durchs Bild verschwinden. Da geht man natürlich hier mit viel Highspeed Richtung der Eau Rouge und das BMW M1 Procar, das dürfte eingesetzt werden mit der Startnummer 82 ist es der Chevrolet Cruze und das BMW M1 Procar. Dort mal ganz schnell der Startnummernvergleich. Das müsste dann die Startnummer 60 sein. Timo Hagemann, der ist hier mit dem 3,5 Liter Fahrzeug mit rund 470 PS gerade eben im Bild gesichtet worden. BMW M1 Procar zu dieser Serie. Da werde ich dann, wenn das Feld sich schon ein bisschen beruhigt hat, etwas näher drauf eingehen. Wir haben auch hier Markenvielfalt und wir sehen auch gerade mit der Startnummer 82 Harry Britschmann, den Obernheimer im Chevrolet Cruze. Ein Fahrzeug, was im Jahr 2004 gebaut wurde, was da auch schon eingesetzt wurde in der WTCC, in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Währenddessen der Honda von Peter Rickli leider wahrscheinlich schon vorzeitig die Segel streichen muss. Peter Rickli, der Schweizer, hat ja auch eine Firma Rickli Motorsport. Und wer eben das Rennen der Cup- und Tourenwagen-Trophy verfolgt hat, der Honda, der letztjährige Meister Honda, der wird im Übrigen auch von der Schweizer Mannschaft rund um Peter Rickli vorbereitet. Also das ist definitiv hier schon einmal richtig ärgerlich. Peter Rickli, da sehen wir, er fährt einfach neben den Rennkurs auf die grüne Wiese. Da hat es irgendwo technische Probleme beim Honda von Peter Rickli gegeben. Ärgerlich ohne Ende, gerade aber auch ärgerlich für uns, denn das Fahrzeug mit der 120 immer wieder ein Eyecatcher im Feld. Er kommt von Wangen an der Aare. Der Schweizer ist ja auch schon im Renault Clio Cup, in der STW, aber auch schon, liebe Freunde, in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft an den Start gegangen. Peter Rickli, und er ist ja in der Wertung der STW-Kategorie auf der zweiten Meisterschaftsposition gewesen, bevor man den Weg hier Richtung Spa Francorchamps angetreten war. Jetzt kommt mal wieder Ende Blanchiment, das Feld in komprimierter Form angeflogen Richtung der Busstopp-Schikane, auch hier mit Markenvielfalt, BMW mit der 777. Das Fahrzeug stellt etwas ganz Besonderes dar. Zum einen haben wir dort einen Drummer der bekannten, einen Gitarrist der bekannten Band Almanac mit dabei, ein Ex-Profi Viktor Smolski und das Fahrzeug. Auf diesem Fahrzeug, Dankeschön an die Regie, dort haben wir die Werbung drauf von einer Veranstaltung, die schon gelaufen ist, der Nürburgring Classic. Dort ist aber auch drauf die Zahl 1000. 1000 Kilometer Rennen Nürburgring geht in 3 Wochen in der Eifel über die Bühne und auch von diesem Racing Weekend hier Spa Competition hat man die Werbung auf dem 777er Fahrzeug angebracht. Hier noch einmal wunderschöne Bild, liebe Freunde, in 3 Wochen Nürburgring kommt hoch in die Eifel. Samstags das 1000 Kilometer Rennen und das Besondere an dem Ganzen, wir haben auch Fahrzeuge aus der Tourenwagen Golden Era. Die fahren wie alle anderen eine Einführung. Dann stehen 4 Rennrunden auf dem Programm. Wir machen einen Zeitsprung in die Zeit, wo auch die DTM auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs gewesen ist. Und das Ganze haben wir gerade hier noch einmal auf dem Fahrzeug von Viktor Smolski eindrucksvoll dargestellt bekommen. Absoluter Eyecatcher im Feld. Und auch er wird natürlich dann dabei sein beim 1000-Kilometer-Rennen. Der Rennfahrer, der Produzent, Dozent und Musiker Viktor Smolski aus Beckum, dem sein Sohn natürlich auch schon gefördert wird, denn auch er soll möglichst schnell aus dem Kartsport raus in den Tourenwagen oder GT-Sport hinein. Das also mal der kleine Ausblick auf das, was hier noch in naher Zukunft auf dem Programm steht. Dankeschön dafür, Viktor Smolski, 3 Liter Hubrauminhalt, 1995 gebaut, mit der aktuellen Werbung von 3 Veranstaltungen, das Fahrzeug hier im Feld unterwegs. Wir schauen zur Spitze, wenn man einmal sich das Ganze vor Augen führen darf, haben wir einen neuen Zweitplatzierten. Daniel Schrey, wir erinnern uns zurück, war ja auf der 2. Position unterwegs gewesen nach dem Start. Und hier, Leute, das ist ein Einsatz. Dankeschön, dass wir hier nicht noch eine Safety-Car-Phase oder Ähnliches aufrufen müssen. Dankeschön dafür, dass ihr hier Peter Rickli den Honda so den letzten Schwung gibt, um dass ihr das Fahrzeug dann hier in Kürze auch in die Seitentasche in eine Sicherheitszone hineinrollen
lässt. Peter Mücke kommt in wenigen Momenten wieder über die Start- und Zielgerade drüber in der Verfolgung. Dann der BMW M3 von Leonard Bartenburg. James Everard, der Brite, der im Übrigen gestern auch wie Bartenburg die Möglichkeit genutzt hat, um einmal in der Youngtimer Trophy mit dabei zu sein. Und er hat das Ganze genutzt, war auch in der Klasse weit, weit vorne platziert. Einmal James Everard und der zweitplatzierte Leonard Bartenburg. BWT, Mücke Motorsport mit der Startnummer 54. Da wissen wir natürlich, Peter Mücke, Ex-Profi, 1977, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, erstmals DDR-Meister im Wagensport gewesen, ist aber nicht nur auf der Rundstrecke viermal Meister geworden in der DDR, siebenmal. Denn er kommt aus dem Autocross, auch Autocross-Meister, dreimal Autocross-Europameister. Peter Mücke hat schon alles gefahren, was man fahren kann, war sogar in der Youngtimer-Serie am Start in Deutschland, wie aber auch im Jahr 2002 in den Niederlanden, wo er dann dort den Titel auch eingefahren hat. Und mit Sicherheit werden auch Erinnerungen wach, vielleicht auch ein Tränchen in den Augen, wenn man dran denkt. Als Team hat man im Jahr 2016 den ersten DTM-Sieg eingefahren auf dem Lausitzring durch Lukas Auer. Und hier haben wir eben ihn gesehen, Peter Mücke, der bestimmt das Ganze vorne sehr souverän. Das 60er Fahrzeug, was eben im Bild war, das dritte in dieser Gruppe, das ist das weiße, das ist das BMW M1 Proker Fahrzeug, gebaut im Jahr 1979. Und im Übrigen wurde ja im Jahr 1979 auch eine der beiden Saisons gestartet, am 12. Mai 1979, und zwar BMW M1 Proker Serie. Man hat diese Serie gefahren bei den europäischen Formel-1-Läufen. Man ist über ein Drittel der Formel-1-Distanz an den Start gegangen. Und die fünf besten Formel-1-Fahrer wäre heute unmöglich. Die hat man dann in einem speziellen Rennen mit einigen Privatiers in diesen Fahrzeugen von BMW auf die Reise geschickt. Wie gesagt, ein Drittel der Formel 1 Renndistanz, 470 PS in der Form des Saugmotors, 310 Stundenkilometer schnell. Und das Ganze, das gibt es allerdings auch dann mit der Turbo-Variante. Steffen Karnet, der kommt aus der Nähe der Donau, aus Vilshofen. Der hat gerade Probleme gehabt mit dem BMW E30 Rouge. Dort Ausgang. Super abgefangen, großes Kompliment. Ich denke auch, dass man nicht eingeschlagen ist, sonst würde man eine Deformierung an der Frontpartie des BMW E30 325i erkennen. Es ist ein Fahrzeug aus der Kategorie der DTC-Wertung. Und DTC, das ist ja das Kürzel für die Deutsche Tourenwagen-Challenge, die in dem Jahre 1995 im Rahmen der Beru Top 10 gefahren wurde. Vorne in dieser Gruppe haben wir Volvo, die 850er Volvo, haben ja einige davon am Start, Volvo Team Classic. Diese Jungs haben sich vor einigen Jahren zusammengefunden und haben das Ganze toll gestaltet mit der Volvo-Mannschaft, auch rund um Helmut Baumann, der fährt das Fahrzeug, den Kombi mit der Startnummer 311. Wir haben dann aber auch mit von der Partie die Mannschaft der Startnummer 312, Klaus Niesen. Und es dürfte dann meiner Ansicht nach noch ein weiteres Fahrzeug dabei sein mit Michael und Mario Tapella. Michael Tapella, Mario Tapella, beide kommen aus Bonn. Der eine, Michael, ist Zahnarzt, hat eine selbstständige Praxis oder ist selbstständig mit einer Zahnarztpraxis, so muss es natürlich heißen. Und Mario Tapella, der kümmert sich um Hören und Sehen. Also bei den beiden geht es im Prinzip alles gesundheitstechnisch nur um den Kopf. Der Volvo 850 T5, der hier eingesetzt wird, ist ein 2,4 Liter Modell, um es mal genau zu sagen. 2319 Kubikzentimeter wurden gebaut im Jahr 1995, und ein Jahr später hat man dann das Fahrzeug auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zum Einsatz gebracht. Wenn wir die Farbe gelb sehen bei Porsche, dann geht es um Daniel Schrey. Daniel Schrey, der fährt momentan auf der 6. Position, hat der mal jetzt ein klein wenig gefestigt. Vor ihm ist Peter Stocks unterwegs mit der Startnummer 34. Der Niederländer aus Roermond, der geht ja hier im BMW 320 WTCC an den Start. Ein Fahrzeug, wo ja auch im Jahr 2006, wo das Fahrzeug gebaut wurde, Andy Brillo einen seiner Meistertitel eingefahren hat. Und wir haben aber auch hier natürlich die Markenvielfalt, und hier haben wir dann auch einen
Carsten mit von der Partie. Und da wird auch mal der Blick ganz schnell auf die Startnummer fällig mit der 96. Das Fahrzeug, was im Hunsrück in Mörsdorf vorbereitet wird, eingesetzt von Carsten Welcher. Der kommt aus Petershagen, ist 58 Jahre jung. Und dort hinter haben wir dann mit der Startnummer 24 Ralf Scheib, den Rheinland-Pfälzer im Ford Escort MK2, ein 2-Liter Fahrzeug von 1976, eingesetzt in der DRM 2L, das heißt natürlich DRM 2 Liter. Ich habe das Ganze heute zu Anbeginn schon erklärt, wie sich dann die einzelnen Wertungen dort zusammensetzt. Die DRM gab es ja im Übrigen in zwei Divisionen. Einmal in der großen Division 1 bis 4 Liter Hubrauminhalt mit dem 3,0 CSL BMW, mit dem Ford Capri RS2 1600 mit Porsche. Und die kleine Division mit Ford Escort, mit BMW 2002. Und das war eben die DRM, die 2 Liter Variante gewesen. Und hier haben wir die 312. Klaus Niesen, der kommt aus Leverkusen, ist selbstständig, hat ein Logistikunternehmen, Speditionskaufmann, und auch er kommt aus dem historischen Rennsport, hat aber auch schon gefahren die GLP, die RCN und die NLS, also die Nürburgring Langstreckenmeisterschaft. Und hier im Replay noch einmal so ein bisschen auf Abwegen unterwegs gewesen. Und da hat man aber Gott sei Dank den Weg wieder zurückgefunden. Müsste der Audi, der STW A4 Audi gewesen sein von Markus Reisch, dem Österreicher. Es ist im Übrigen der Audi, das Original Piro Audi Auto, wo Emanuele Piro im Jahr 1996 im Audi A4 Meister der STT wurde. Ja, das ist ein Bild mit BMW, mit Porsche, mit Volvo, dem 850er hier im Bild, der im Übrigen auch in der Nähe des Nürburgrings immer wieder natürlich technisch perfekt vorbereitet wird für die Einsätze von Baumann, von Niesen, Tapella und so weiter. Das ist eine verschworene Mannschaft und die hatten irgendwann so viel Spaß und dann hat man gesagt, komm, machen wir doch einfach einmal das Volvo Team Classic und dann werden wir gemeinsam bei den Veranstaltungen auch entsprechend antreten. BMW, Porsche und dort hinter dann der Volvo und da geht es jetzt auch über Eau Rouge. Die lange Camel Straight nach oben, die knapp 1000 Meter lang ist. Und hier sehen wir auch noch einmal die weiße Linie der Boxenausfahrt. Denn auch hier in Spa-Francorchamps gibt es eine Problematik, sogar mit zwei Boxenausfahrten. Einmal die hier oben Start- und Zielgerade, Formel 1 Boxengebäude, sagen die meisten so hinzu. Und einmal dann unten Ende der historischen Boxenanlage, der Endurance Boxenanlage. Alexander Schmidt, das ist das grüne Fahrzeug mit der 22, der BMW E30 325. Das ist ein Fahrzeug, was hier eingesetzt wird unter der Einstufung der DTC-Fahrzeuge. Eine Serie, die ja von 1995 bis ins Jahr 2006 durchgeführt wurde, hat jetzt hier sofort BMW-Kollege mit der Startnummer 28 neben sich, Michael Mayer, der Baden-Württemberger aus Schlettgau. Er geht hier im 2-Liter befeuerten 320er BMW an den Start. Fahrzeug natürlich auch alle älter. Das ist ein 1976er Auto, was hier eingesetzt wird. Und jetzt haben wir nur noch 11 Rennminuten auf der Uhr. Und hinter den beiden, da taucht dann auch noch die Marke Porsche auf einmal auf. Und das ist dann, müsste sein, die 116 der... Nein, ist nicht die 116, das wäre ja ein VW Golf. Lassen wir das zunächst einmal außer Acht. Muss ganz ehrlich sein, die Farbgebung des Fahrzeuges ist mir momentan noch so ein bisschen unerkannt. Startnummer ist noch ein bisschen schwer zu entziffern, aber da werden wir uns gleich drum kümmern. Wir schauen einmal nach vorne an die Spitze. Dort haben wir dann die Mücke Motorsportmannschaft, die das Ganze sehr souverän bestimmt. Und Ansgar Maßmann ist es im Übrigen, der aus Langenberg kommt. Und diese Qualmentwicklung, die freut uns definitiv überhaupt nicht. Und da hat es Probleme gegeben beim Early DTM-Fahrzeug, dem BMW M3 E30 von Thomas Schmidt. Das müsste die 139 sein, ein 2,3 Liter Fahrzeug, 1988er Fahrzeug. Und das bedeutet für mich mal ein ganz klares Aus. Und auch er geht jetzt hier, da sehen wir, zwischen den Kiesbetten gibt es auch immer mal wieder so ein bisschen Asphalt, geht jetzt auch hier rückwärtig dann in eine Sicherheitsecke hinein, sodass das Rennen dann auch in den letzten 10 Minuten hoffentlich ohne jegliche Unterbrechung laufen kann. Noch einmal hier im Replay hinten
qualmsmächtig und ja, ich hoffe aber bitteschön nur, dass es sich um einen Reifenschaden handelt. Der ist allerdings jetzt nicht erkennbar, also hoffe nicht, dass wir hier größere Probleme seitens des Motors haben. Dort steht das Fahrzeug leider in der Sicherheitszone neben der Strecke, rund 9,5 Minuten vor Rennende. Mücke auf 1. Dann haben wir in der zweiten Position Stefan Rupp, der kommt aus Landshut. Landshut ist eine Stadt, die auf beiden Seiten der Isar in Bayern ist, im Audi A4 DTM. Und wir haben dann natürlich auch die Marke Opel heute noch kaum angesprochen. Da haben wir Jonas Remmele. Da gibt es einen Adrian Remmele. Der hat gestern das Rennen der Youngtimer Trophy 1 für sich entscheiden können. Und wir haben Full Course Yellow aktuell angesagt. Aus diesem Grund sehen wir auch den Opel der C-Coupé GTE in langsamer Fahrt unterwegs. Das 2-Liter-Fahrzeug in der DRM-2-Liter-Variante eingestuft. Und ich habe es ja eingangs erklärt, mache das Ganze vielleicht nochmal. Wir haben hier verschiedene Meisterschaftsepochen. Und das ist die DRM-Wertung, die DRM-2-Liter und die DRM-Classic. Und da haben wir Jonas Remmele aktuell auf der zweiten Meisterschaftsposition stehen. Jonas Remmele, dann gibt es ja Adrian Remmele, der natürlich auch gestern, ich sprach es eben an, hier schon überaus erfolgreich im Rennen der Youngtimer Trophy gewesen ist. Gerade auch aus dem Bild heraus verschwunden der momentan fünftplatzierte Daniel Schrey, der Nordrhein-Westfale, der mit seinem Breitbau Porsche ja auch auf dem Nürburgring im Jahr 2010 und 2011 schon die 24 Stunden Classic für sich hat entscheiden können. Bitte nicht täuschen lassen, wer da nicht so ganz konform mit dem Regelwerk ist. 24 Stunden Classic hat nur den Namen, geht aber im Rahmen des 24-Stunden-Renns im Vorprogramm über die Renndistanz der 3 Stunden zu einem weiteren Meisterschaftslauf der Youngtimer, dann über den Grand Prix-Kurs in Verbindung mit der Nürburgring-Nordschleife. Das wichtigste Rennen in Sachen Youngtimer-Sport. Harry Pritzmann sehen wir gerade auch im Bild verschwinden mit dem Chevrolet Cruze, ein Fahrzeug aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, der sogenannten WTCC, ein Fahrzeug von dem Jahre 2004. Und wir haben wieder freie Fahrt auf der Strecke und im Jahr 2004 das Ganze erlebt in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. 2005 hatten wir auch zwei Deutsche mit von der Partie, mit dem zweiten Platz mit Dirk Müller und dem Meister der Independence Trophy, die Privatfahrerwertung, ein Mann namens Marc Henrizi. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Dinge, die da kommen. BMW Informationsflug unterwegs mit der 41 James Everard. Und da geht es ja um die Positionen vorne unter den Top-Piloten, den besten 6. James Everard ist auf der 6. Position aufgeführt. Davor Leonhard Bartenberg, der natürlich auch hier Gesellschaft hat von Oliver Meurens. Dort hinter taucht dann auch noch, oder davor taucht auch noch Daniel Schrey auf. Also hier haben wir eine sehr exklusive Kampfgruppe. Und man sieht, die fahren nicht nur mit diesen Fahrzeugen ein bisschen spazieren, was manch einer denkt. Nein, die Fahrzeuge werden genauso um die Rennkurs geprügelt, wie es auch im ADAC GT Master oder in sonstigen aktuellen Serien ist. Also hier voll im Anschlag unterwegs. Und da möchte natürlich jeder vor dem anderen über die Ziellinie drüber fahren. Und hier haben wir den Niederländer Leonhard Bartenburg im M3er BMW in der Early DTM-Wertung. Der ist noch nicht unter den besten 10 in seiner Gruppenwertung angekommen. Da muss er noch ein bisschen was tun. Man kann ja auch noch dann beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring punkten, wo man dann 4 Runden Nordschleife mit diesen Fahrzeugen im Rahmen des 1000-Kilometer-Renns noch einmal fahren darf. Und hier haben wir das führende Fahrzeug rund 6 Minuten vor Rennende. Und hier haben wir wieder die Flammenentwicklung und verbrannter Sprit, der dort austritt. Und der Klang des Fahrzeuges, der ist immens. Da vibriert die Scheibe hier bei den TV-Kabinen, wenn dieser Ford Grab B dort vorbeifährt. Und BWT Mücke ist ja seit Jahrzehnten, also Mücke Motorsport, ein fester Begriff. Und seit einigen Jahren geht man ja auch unter dem Namen BWT Mücke Motorsport an den Start. Und da haben wir Peter Mücke, der das Ganze hier sehr souverän meistert. Und wir haben jetzt einen kleinen Verbremser gesehen, der sich so entwickelt hat, dass er Probleme hatte, überhaupt auf der Linie zu bleiben. Busstopp-Schikane, da ist man ein bisschen auf Abwegen unterwegs gewesen. James Everard mit Problemen behaftet unterwegs. Und was ich eben sagte, die fahren nicht nur hier einfach so ein bisschen spazieren. Leute, hier geht es knallhart
hart zur Sache. Und wir freuen uns immer wieder, wenn die Tourenwagen Golden Era dann auf den Rennstrecken in Deutschland, aber auch im benachbarten Ausland unterwegs ist. Und bitte nicht davon ausgehen, dass es sich hier um DTM-Fahrzeuge ausnahmslos handelt. Nein, Tourenwagen, Golden Era. Ich habe die Zeit eben erklärt mit der DTM, mit der WTCC, mit der STW, der Deutschen Rennsportmeisterschaft und so weiter. Und mit der Startnummer 28 haben wir Michael Mayer. 45 Jahre ist er jung. Auch er kämpft hier natürlich noch um Positionen. Und er probiert natürlich auch alles, um noch einmal den ein oder anderen Platz hier gut zu machen. Michael Mayer, der ist auf der 30. Gesamtposition momentan aufgeführt, ist Führender in seiner Klassenwertung. In der Klassenwertung, da werden dann natürlich auch die Meisterschaftspunkte für den Titel der vier Zeitepochen vergeben. Oder vier Meisterschaftsepochen, wie ich das eben schon einmal erklärt habe. Also, hier brennt die Luft auch Ende Blanchiment. Lecombe weist in diesem Moment hier noch einmal im Replay eingefangen worden. Und da sehen wir auch den Chevrolet Cruze. Blaues Fahrzeug, Ex-WTCC-Fahrzeug, Tourenwagen, Weltmeisterschaftsfahrzeug. Ja, und dann sieht man auch, wie man hier nicht in die Berührung der Konkurrenz hineingeht, sondern das Ganze ohne jedwegliche Feindkontakte über die Bühne bringt. Boxenstopp angesagt für Stefan Rupp im 4-Liter Audi A4 DTM. Und wir sehen auch hier weiter das Duell mit dem Niederländer und dem Briten. Und da ist auch ein bisschen Rallye-Sport angesagt. Großer trifft und das Ganze toll abgefangen. Aber das kostet natürlich immer wieder ein paar Zehntelsekündchen. Ja, da wurde nicht angeklopft, aber da war man nicht mehr allzu weit weg, mal kurz zu sagen, hallo, hier bin ich. Und Peter Stocks, der Niederländer, der schaut sich das Ganze hier vom Logenplatz an. Das ist das etwas farbfreundlichere Fahrzeug hinter den weißen BMWs, die jetzt hier wieder fast nebeneinander unterwegs sind, um die Positionen auszufahren. Jetzt geht's wieder rein, Busstopp-Schikane und Peter Stocks in Rümmermond in den Niederlanden zu Hause, der ja hier im Tourenwagen-Weltmeisterschaftsfahrzeug unterwegs ist von 2006. Andy Brillo hat ja damit auch schon in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft Podestplätze eingefahren und da noch einmal der Verbremser von Peter Stocks. Tourenwagen-Weltmeisterschaft, das Ganze die WTCC, die hier gewertet wird von den Jahrgangsstufen 2002 bis 2006, weil wir eben auch im historischen Sport hier unterwegs sind. Und der Texaco Ford, der war auch mal gerade hier auf Abwegen unterwegs, das Ganze 2 Minuten vor Rennende. Das ist alles ärgerlich. Natürlich, aber noch einmal, da sieht man auch dran, dass hier nicht gespielt wird. Hier macht man richtig Dampf und richtig Feuer, auch in die Box. Alexander Schmidt im DTC BMW, dem E30er 325i. Und hier wieder diese Windschattenduelle, die über die Bühne gehen. Bastis, das erinnert natürlich an ein Fahrzeug mit einer tiefen Startnummer. Und wir haben ja heute davon gesprochen, dass wir auch Sebastian und Roland Asch mit dabei haben. Und im Zweierfahrzeug ist der Roland Asch mit von der Partie, der Meister im Porsche Carrera Cup, der auch 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring fuhr, in diesem für mich ewig bleibenden legendären Fahrzeug, dem Nissan Skyline GT-R des japanischen Teams von Falcon Tires. Da werden immer wieder gerne Erinnerungen wach rund um Roland Asch in Ammerbuch zu Hause. Der ist auch hier wirklich an vielen Wochenenden mit von der Partie, auch bei der Tourenwagen Golden Era. Ralf Bahr, einer der Manager dieser Serie, und hier hatten wir auch gesehen, der Mercedes, der hat es auch eilig, der möchte auch hier noch ein bisschen Druck machen und versucht auch hier noch den BMW in die Schranken zu weisen. Aber wir haben nicht mehr allzu viel Fahrzeug vor uns. Und das wird dann natürlich auch sehr eng am Ende alles werden. Das ist ein Sebastian Asch, der hier unterwegs ist. Es ist, ja, das Fahrzeug nicht täuschen lassen, der Mercedes von Ferdi Weichenberg, einem bekannten Pferdesattelbauer. Aber Sebastian Asch hat für den heutigen Tag das Fahrzeug von Ferdi Weichenberg bekommen, dem 1989 gebauten Mercedes 190. Denn der DTM 1989 war aber ein BMW-Meister geworden mit dem Italiener Roberto Ravaglia. Aber als gestern Abend dann bekannt wurde, er kam noch ins Nennbüro, Sebastian
Arsch und Ferdi Weichenberg, wo man das Ganze dann so kundgetan hat, wer heute in diesem Fahrzeug unterwegs ist. Da hat man glänzende Augen gesehen bei einem Sebastian Arsch. Und leider haben wir eben eine Problematik erlebt, Kiesbett. Und jetzt haben wir einen Mercedes, der leider auch neben der Strecke abgestellt werden musste. Renndistanz ist abgelaufen. Und jetzt warten wir natürlich auch hier an Start und Ziel auf das ganze Geschehen. Bis die Spitze dann hier oben durchkommt. Die ersten sieben sind im letzten Umlauf unterwegs, haben schon hier oben die letzte Runde in Angriff genommen. Peter Mücke, und auf einmal taucht Daniel Schrey auf der zweiten Position auf. Auf drei Oliver Meurens, James Everard. Und dann haben wir im Moment im Bild die BWT Mücke Motorsportmannschaft mit Peter Mücke, dem Ex-Profi aus Berlin. Über die Erfolge habe ich schon berichtet, über den Ford Capri auch schon einiges gesagt. Und diese Mannschaft liegt ja momentan in der Wertung der GP5-Kategorie auf der dritten Meisterschaftsposition. Jetzt geht es noch einmal an dem einen oder anderen vorbei, der da natürlich bereitwillig Platz macht. Denn wenn du weißt, du bist hinter dem Führenden unterwegs, musst du gleich nicht noch eine Runde fahren, die am Ende vielleicht auch gar nichts mehr platzierungstechnisch bringen wird. Peter Mücke einen Vorsprung von 30 Sekunden auf einen Porsche-Piloten aus Langenberg, aus Nordrhein-Westfalen namens Daniel Schrey, der sich aber erst in den letzten Runden von der fünften auf die zweite Position nach vorne gearbeitet hat. Aber hier haben wir noch einmal den Ford Capri. Wunderschönes Fahrzeug. Immer wieder auch gerne besucht die Box, wo man dann dort steht mit dem Ford Capri von Peter Mücke, der Gruppe 5 Ford Turbo Capri, so die offizielle Bezeichnung. Und dann steht zum letzten Mal die Schikane auf dem Programm. Die schwarz-weiß karierte Flagge dürfte bereit sein, wird am Rennleitungsturm dann noch in Kürze geschwenkt. Sehen wir gerade auch noch am oberen Bildrand. Und somit haben wir den Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Peter Mücke. 25 Rennminuten, so schnell kann das Ganze hier rumgehen. Der Sieger Peter Mücke, ganz schnell der Blick auf den Zeitplan. Bei uns geht es ja dann in Kürze weiter mit dem Startprozedere des ADAC GT Master. Kollege Tobi Schimon wird sich dann später bei euch melden. Aber zunächst hier, ja, sehen wir gar nicht so gerne Steffen Karnett, der Philosophen da, ja, da hat es dann noch einmal eine etwas heftigere Berührung gegeben. Da ärgert man sich natürlich mächtig drüber. Hätte definitiv nicht sein müssen und schon gar nicht hier im letzten Umlauf. Mit der 96, Carsten Welcher. Er kommt aus Petershagen. Das Fahrzeug wird aber auf dem Hunsrück in Mörsdorf, dort wo sich die lange Hängesaltbrücke befindet, immer wieder top vorbereitet. Vor knapp einem Jahr hat man im Winter diesem Fahrzeug eine sogenannte Frischzellenkur gespendet. Fahrzeug wurde technisch sowieso immer im einwandfreien Zustand gehalten, wurde ein bisschen noch optisch aufgemotzt und man ist mit diesem Fahrzeug ja nicht nur im Rahmen der Tourenwagen Golden Era, sondern gerade auch in Sachen des Youngtimer Sports unterwegs. Leute, da haben wir auch noch einmal etwas, was wir nicht unbedingt sehen wollten mit der Startnummer 31. Jens Wagner, der Norddeutsche aus Hamburg, hat ein bisschen den Bogen überspannt und da gab es da auch noch die Kollision. Sah vielleicht auch sogar ein bisschen nach einem technischen Problem aus. Startnummer 31, der BMW E36 STW. Ja, so steigt er aus. Auf der Seite sehen wir auch noch einmal die Startnummer 31. Also ärgerlich für ihn. Das war das Rennen der Tourenwagen Golden Era, der zweite Wertungslauf hier in Spa-Francorchamps im Rahmen des ADAC Racing Weekends. Jetzt ist ein bisschen Aufräumarbeit angesagt, aber dürfte alles kein Problem sein. Wir sind top und exakt im Zeitplan, beginnen ja gleich auch hier mit dem Startgrid des ADAC GT Masters mit dem anschließenden 40-minütigen Wertungslaufes. Und ich werde mich dann wieder melden, bleibe noch ein bisschen bei euch, keine Frage, mit dem ADAC Tourenwagen Junior Cup, der dann um 14.55 Uhr gestartet wird, kann ich euch schon viel Action
und viel Spannung versprechen. Wir haben ein tolles Programm noch am heutigen Nachmittag mit dem ADAC GT Master, dem ADAC Tourenwagen Junior Cup, GT Sprint, Spezial Tourenwagen Trophy um den H&R Cup und die Cup und Tourenwagen Trophy. Also das Ganze geht weiter, bevor heute um 17.40 Uhr dann zum letzten Mal die schwarz-weiß karierte Flagge geschwenkt wird. Ja, 31, die Nummer ist dort abgeblendet. Leider haben wir das Ganze hier so aktuell hinnehmen müssen. Wir werden mit Sicherheit das Ergebnis gleich noch einmal im Überblick bekommen, wo Peter Mücke, oh, das passt wunderbar, Dankeschön, im Turbo Capri, im Ford das Ganze für sich hat entscheiden können, vor dem Porsche von Daniel Schrey, vor dem WTCC-Fahrzeug mit der Startnummer 46 von Oliver Meurens, das ist der Seat, der hier von ihm eingesetzt wurde, James Everard, der Brite, vor dem Niederländer Peter Stocks mit der Startnummer 34 und dann haben wir Leonhard Bartenburg auf der sechsten Position vor Roland Asch. Sebastian Asch, sein Sohn, im Ferdi Weichenberg Mercedes auf der 8. ist von ganz hinten gestartet, sollte man an dieser Stelle unbedingt erwähnen. Zarpellon auf der 9. Josef Grings, der Mercedes 190e auf der 10. Position. Timo Hagemann im BMW M1 Proka auf 11. Adrian Grenz, Porsche Gerd Grundmann, BMW und BMW Giuseppe Pironacki mit der Startnummer 64, der im Übrigen auch schon hier in Deutschland bekannt wurde, auch mit einigen Rennen in der Cup- und Tourenwagen-Trophy. Ihr schaut euch das Ganze hier in aller Ruhe auf dem Bildschirm an, seht die Zeitabstände und ich muss noch mal eins erwähnen, 1000 Kilometer Rennen, dort werden wir die Tourenwagen Golden Era auch erleben. Wir haben eben das Fahrzeug von der 777 Viktor Smolski dankenswerterweise schön im Bild gehabt, dort wo man auf die Veranstaltung der Nürburgring Classic, der Spa Competition hier an diesem Wochenende und fürs 1000 Kilometer Rennen tolle Reklame drauf gemacht hat. In 3 Wochen ist es schon Geschichte, das 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring, denn es geht samstags über die Bühne. Bewegt euch hoch zum Nürburgring. Morgens geht es um 8 Uhr los mit dem Qualifikationstraining. Um 12 Uhr geben wir den Start frei über, ich glaube, 6 Stunden 45 Minuten oder 1000 Kilometer, was dann auch immer als erstes erreicht wird. Wir haben heute einen tollen Wertungslauf mit fantastischen Fahrzeugen hier erleben dürfen. Und so sagen wir an dieser Stelle Dankeschön, die Tourenwagen Golden Era, das 2. Rennen an diesem Wochenende. Und das Rennen schreit quasi danach, dass wir uns noch einmal mit den Highlights in Kürze beschäftigen dürfen. Ich darf mich dann verabschieden, werde mich wieder melden mit dem ADAC Tourenwagen Junior Cup um 14.55 Uhr. Und mein Kollege Tobi Schimon wird dann in Kürze das ganze Geschehen übernehmen. Bis dahin, ihr dürft euch gerne mit den Highlights beschäftigen, da wo das ganze Rennen noch einmal komprimiert für euch zu Hause dargestellt wird. Bis dahin, ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Jörg Hennig, bis später zum ADAC Tourenwagen Junior Cup.